Sehr schön. Tolle Stimmung. Ihr seht prima aus. Oktoberfest wird viel gefeiert. Wobei, ich meine, mittlerweile als Minderjähriger kommst du ja auch nicht mehr so einfach rein. Du weißt ja auch heute nicht mehr, wer. Das ist ja das Problem. Wie alt sehen die aus oder so. Wir haben aber heute einen Künstler dabei, der wäre nämlich gar nicht ins Zelt reingekommen. Der ist so jung. Also ein richtiger Youngster. Zum ersten Mal im Fernsehen, zum ersten Mal bei Nightwatch. Genauso was finde ich immer super, dass wir bei Nightwatch so für sowas immer Platz haben. Und ich finde den großartig. Der wird seinen Weg machen. Hier ist zum ersten Mal bei uns und im Fernsehen Fabian Köster. Ja, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht und das heißt Lebensträume. Ist man ungefähr so alt wie ich, wird es Zeit, man sollte sich hinsetzen, um dann ganz still darüber nachzudenken, was man werden will. Auch ich habe mal nachgedacht, mir so ein paar Gedanken gemacht und habe mir gesetzt nicht viele meiner großen Lebensziele. Da gibt es vor allem das eine Begehren, ja, auch ich möchte Germany's Next Topmodel werden. Was guckt ihr denn so? Ich hab doch die perfekte Statur. Lange blonde Haare, blaue Augen pur. Weiße Zähne, gerade Nase, schöner Mund. Noch dazu bin ich kerngesund und damit nicht genug. So sehe ich Jahr für Jahr aus, als Verkleidung beim Rosenmontagszug. Aber ja, ich weiß auch, dass es nicht geht. Weil nur für Mädchen im Kleingedruckten steht. Doch ich werde kämpfen, vor Gericht werde ich hetzen. Ich lass doch nicht meine Persönlichkeitsrechte verletzen. Ich werde immer, wenn ich verliere, Revision einlegen. Ja, ich werde kämpfen mit allen Mitteln und Wegen, bis es neu geschrieben steht an jeder wichtigen Stelle. Nur für Mädchen und Transsexuelle. Also ich würde dann so tun, als ob. Denn ich will auch Stöckelschuhe tragen, mich über den Druck beklagen, rumheulen von wegen, was soll denn mein Freund jetzt bloß denken? Und damit von meiner schlechten Leistung ablenken. Ich will auch Zickenkrieg führen, im Kessel der Gefühle rühren, dreckige Dinge in die Kamera sagen, ausgefallene Modesachen tragen, mit wackelnder Hüfte auf dem Laufsteg marschieren und mit halbnackten Männern posieren. Okay, das letzte können wir wieder streichen. Ja, das alles werde ich machen mit Vergnügen. Ich werde die anderen locker besiegen. Bis sich Heidis Stimme senkt über mich. Fabiana, ich habe heute leider kein Foto für dich. Und ich stehe ganz still und raffe es kaum. Es ist vorbei, aus der Traum. Und die Realität kommt heruntergekracht. Und wenn ich jetzt heule, werde ich ausgelacht. Dann wird mir kalt, mein Blut gerinnt. Und ich begreife, wie dumm wir alle doch sind. Wie alle abends von der Arbeit nach Hause gehen und sich vor die Glotze setzen, um andere erniedrigt zu sehen. Und alle schauen zu, wie diese sich blamieren und kriechen vor Lachen auf allen Vieren und merken gar nicht, wie deren Träume zerplatzen. Pling, 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 wie Seifenblasen. Wer hat noch nie über Menderes gelacht, der sich Jahr für Jahr bei DSDS lächerlich macht? Und während wir darüber vor Lachen brüllen, versucht er doch nur, sich einen Traum zu erfüllen. Und ich erkenne, darin besteht der wahre Mut, es immer wieder zu versuchen, auch wenn es vielleicht wehtut. Und ich drehe mich um und verlasse den Raum. Pling, 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 aus der Traum. Vielen Dank. Fabian Köster.